Das folgende Video wird euch präsentiert von lootstore.de. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum letzten Review des Tages. Ja, ich reviewe alle Overwatch Funko Pops von der Wave 2, außer Diva, die momentan leider noch nicht verfügbar ist, aber sobald die kommt, wird die nachgereicht. Und außer den paar von den Exclusives, also die Posh Tracer werde ich nicht machen und ich werde auch den Reinhardt ohne Helm nicht machen. McCree mache ich in der normalen Variante nicht, da kommt dann irgendwann demnächst hoffentlich dann auch endlich die Version von dem USA McCree. Und sobald die dann da sind, das heißt also die Diva und der USA McCree, werde ich die noch nachreichen. Aber hier habt ihr auf jeden Fall schon mal den letzten im Bunde, den 6 Zoll, und zwar ist das der Reinhardt. Ne? Reinhardt ist ein großer Pop, das ist sehr, sehr schön. Ich finde diese Figur wunderbar gelungen. Ich hätte mir gewünscht, dass sie als Exclusives vielleicht noch einen Greifhardt gemacht hätten oder sowas. Das hätte ich auch sehr, sehr cool gefunden. Aber hier haben wir auf jeden Fall den Reinhardt und ja, der Typ ist so groß, dass sein Hammer hier schon aus der Box raus will, wenn ihr mal gucken wollt hier. Ne? Das ist tatsächlich eine Druckstelle vom Hammer, der für diesen Karton einfach zu groß ist. Das ist echt krass. Ansonsten ist die Figur relativ unbeschadet bei mir angekommen. Wir haben hier so ganz leichte Wellen oben drin. Ihr kennt das, das sind übliche Verpackungsprobleme, die bei Funko immer wieder auftreten. Da kann man gar nichts gegen machen. Das ist ganz normal, da darf man als Sammler nicht so pingelig sein. Gerade wenn das noch den Postweg beschritten hat, das Ganze. Und ja, hier ist die Figur einmal so komplett auf der Seite zu sehen. Hier auf der Rückseite seht ihr alle, die in groß sind hier. Und die fehlende Diva ist hier auch schon abgebildet. Wie gesagt, kommt demnächst hoffentlich. Und ich packe den Kollegen einfach mal aus. Er ist nicht zugeklebt. Das machen sie bei 6 Zoll Pops manchmal, dass sie die zukleben. In diesem Fall ist er es nicht. Bin ich froh drüber, muss ich kein neues Taserband verwenden. Reinhardt kommt natürlich mit einem Standy, weil von alleine steht er ja nicht. Nein, ist Quatsch. Natürlich kommt er nicht mit einem Standy. Aber der ist wirklich riesig, ne? Und ihr seht schon hier, das ist tatsächlich die Ecke vom Hammer, die die Box so ein bisschen beschädigt hat. Da kann man wahrscheinlich gar nichts gegen tun, der ist halt so da reingelegt. Kopf drehen kann der hier übrigens kaum, weil er hat große Schultern. Aber ich finde, die Figur ist der reine Wahnsinn. Da bin ich echt am Überlegen, ob ich den überhaupt in Box displayen soll, weil der sieht out of box einfach mal tausendmal besser aus. Du siehst viel, viel mehr. Du kannst den Hammer sehen, den er hat. Schaut euch das mal an, ne? Ihr seht den Helm, ihr seht die ganzen Rüstungsteile, das sieht alles wirklich fantastisch aus. Und auch hier wieder, muss man sagen, Funko macht echt sich langsam ein bisschen mehr Mühe. Klar, von den Beklebungsfehlern mal ab. Hier oben seht ihr das zum Beispiel. Das ist zum Beispiel etwas, das ist eine verlaufene Farbe bzw. verlaufener Klebstoff. Sowas sollte natürlich nicht sein. Tut der Figur aber keinen Abbruch. Ich betrachte das dann sozusagen als Battle Damage oder sowas. Das ist alles gar kein Problem. Trotzdem sind die Figuren sehr viel besser bemalt, als sie es früher waren. Und guckt euch mal das Molding an. Das ist doch der fantastische Hammer, oder? Das klingt ein bisschen overdone, aber fantastischer Hammer, aber es ist halt wirklich so. Und er hat halt einen fantastischen Hammer. Guckt euch das mal an, wie fein das hier alles gearbeitet ist, wie toll das alles aussieht. Auch auf der Vorderseite hier, guck mal, da könnt ihr den Löwenkopf sehen. Also wirklich großartig gemacht, hier die 08. Also das ganze Ding sieht einfach nur großartig und grandios aus. Der Hammer ist total toll ausgemoldet. Hier seht ihr mal die Rückseite von dem Hammer und so weiter. Also wirklich ein grandios gemachter Pop. Und ich finde, für einen Overwatch-Fan ist das ein absolutes Muss. Das Ding ist schwer, das Ding ist massiv, das Ding ist geil. Ach, ich liebe dich, Reinhardt. Du bist ein Held. Also, hier habt ihr den auch gesehen. Das war's für heute. Ich habe jetzt soweit alle gezeigt. Die anderen Reviews findet ihr in der Playlist. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Lasst mir gerne Kommentare da, wie euch die Figur gefallen hat. Und haltet Ausschau nach den restlichen Reviews von Diva und von USA McCree. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Macht's gut, liebe Leute. Tschüss.